Ich glaube, dass heute ein CEO einfach digital sichtbar sein muss. Und das schon allein aus HR-Gründen. Denn ein digitaler CEO strahlt ab auf die potenziellen Bewerber, um die sich alle käbbeln. Wenn ich das Gefühl habe, an der Spitze eines Unternehmens steht jemand, der ist digital, der weiß, was denn in der Welt da draußen passiert, der hat ein Gefühl für Trends, dann denke ich mir, es könnte auch ein cooles Unternehmen sein. Ich kann aber auch als CEO gar nicht vernünftig führen, wenn ich nicht ein Gespür dafür habe, was passiert, dass wir heute über Disruption reden, beispielsweise, hat unmittelbar damit zu tun, dass eben die digitale Welt inklusive dem Social Web derzeit die Wirtschaft und das Unternehmen verändern. Das muss ich verstehen und das kann ich nur, wenn ich dabei bin.